Der Blick aus dem Himmel. Überwältigend und faszinierend. Hessen von oben, entlang seiner Flüsse. Hunderte Kilometer hessische Flussgeschichte. Ungewöhnlich und prächtig. Fliegen Sie mit und lernen Sie das Land, in dem wir leben, neu kennen. Aus der Vogelperspektive. Rausche Fluss das Tal entlang, ohne Rast und Ruh. Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu. An welchen Fluss Johann Wolfgang von Goethe dabei dachte, ist nicht bekannt. Sicher ist, Rhein und Main war er sehr verbunden. Kraftvoll und unermüdlich. Still und romantisch. Vor allem aber urban. Die Anziehungskraft der beiden Flüsse auf den Menschen ist seit Jahrtausenden ungebrochen. Die Hessen von oben Reise beginnt am Main in Seligenstadt. Über Hanau geht's nach Frankfurt bis zur Mündung in den Rhein. Von den 524 Kilometern des Mains sind nur 77 hessisch. Aber die haben's in sich. Hessen trumpft mit Seligenstadt gleich hinter der Landesgrenze zu Bayern kräftig auf. Auf der weltberühmten Einhard-Basilika St. Marcellinus und Petrus wacht der Erzengel Gabriel über die Glück- und Heilbringende Stätte, wie Seligenstadt auch genannt wird. Über den Fluss und über all die Heiratswilligen, die sich an diesem besonderen Ort trauen. 1925 wurde die Kirche zur Basilika Minor erhoben. Ein besonderer Ehrentitel, den der Papst persönlich bedeutenden Kirchen verleiht. Die hessische Antwort auf Versailles. Naja, nicht ganz so groß, aber nicht minder prachtvoll. Der Klostergarten der Seligenstädter. Und auch sie gehört zu Seligenstadt. Seit 1971 verbindet die Mainfähre Hessen mit Bayern und fährt jedes Jahr hohe Verluste ein. Doch von einer Brücke wollen die Seligenstädter nichts wissen. Also wird sie weiterhin für 80 Cent pro einfache Fahrt von Ufer zu Ufer pendeln. Ein preiswertes Vergnügen. Hinter Seligenstadt wird der Main, der der einzige von Osten nach Westen fließende Fluss Deutschlands ist, zum Vollhessen. Die bayerische Grenze zieht sich nun auch rechtsmainisch vom Fluss zurück. Mitten im Grenzgebiet eine paradiesische Seenlandschaft. Auf bayerischer Seite badete man allerdings 50 Jahre lang im Schatten des ersten deutschen Atomkraftwerks. Bis das AKW Kahl 2010 komplett abgebaut wurde. Als wäre es nie da gewesen. Gleich um die Ecke dampft ein anderer Koloss nach wie vor gewaltig. Staudinger, das größte Steinkohlekraftwerk Hessens. Direkt zu Füßen der Kühltürme liegt der Hafen der Fischerzunft Steinheim. Dreimal die Woche fährt von hier aus einer der letzten hessischen Mainfischer auf den Fluss hinaus, wenn auch nicht mehr hauptberuflich. Olaf Adam fischt in dritter Generation mit seinem Wurfgarn.
geht's über die Steinheimer Brücke Richtung Hanau. Der Main ist Freizeitparadies und gleichzeitig Industrieader. Im Hanauer Hafen werden zum Beispiel 1,2 Millionen Tonnen Erd- und Mineralöl jährlich umgeschlagen. Hanau hat den zweitgrößten Hafen am Main. Die Handelsstadt Hanau. Mittwochs und samstags wird der sonst eher karge Neustädter Markt bunt. Mittendrin die Brüder Grimm, neben Rudi Völler, die bekanntesten Söhne Hanaus und die berühmtesten Märchenerzähler der Welt. Der mittelalterliche Stadtkern Hanaus wurde im Krieg zerstört. Gerade mal 7 Häuser standen hier noch, darunter auch die niederländisch-wallonische Kirche, deren Ruine ein Mahnmal ist. Über diesen stillgelegten Mainkanal konnte man früher per Boot direkt in die Hanauer Innenstadt gelangen. Gleich daneben mündet die Kinzig, versteckt und ganz bescheiden, in den Main. Mehr Aufhebens macht da dieses Hanauer Prachtstück. Das direkt am Wasser gelegene Schloss Philippsruhe ist eines der ältesten Barockschlösser Deutschlands. Ein kleines Stückchen weiter flussabwärts bei Mülheim bezaubert eine Landschaft, die von hier oben wirkt, als sei sie Millionen von Jahren alt. In Wirklichkeit reihte sich hier noch vor 30 Jahren ein Basaltsteinbruch an den nächsten. Zur Rekultivierung des Gebiets wurden hier rund 120.000 Bäume gepflanzt. Wie schnell doch unsere Heimat mit ein wenig Hilfe zur Natur zurückfinden kann. Irgendwie beruhigend. Mit der schönsten S-Kurve, die der Fluss auf seiner gesamten Länge zu bieten hat, nähert sich der Main Frankfurt. Er umkurvt am rechtsseitigen Ufer das ehemalige Fischerdorf Frankfurt-Fechenheim, am linksseitigen Ufer den Schultheißweiher und Offenbach. Der Fechenheimer Mainbogen ist das größte unbebaute Auengebiet in Frankfurt. Das Land dient als Überschwemmungsgebiet und ist ein wichtiger Rückhalteraum für die Stadt Frankfurt. Im Isenburger Schloss könnte der ewige Streit zwischen Offenbach und Frankfurt seinen Ursprung haben. Im Dreißigjährigen Krieg forderte der schwedische König Gustav Adolf vom Offenbacher Schloss aus die Frankfurter auf, sich zu ergeben. Mehrere hundert Jahre später, 1959, gipfelte die Rivalität der beiden Städte beim Derby um die deutsche Fußballmeisterschaft. Da musste sich Offenbach ergeben. Das Kickers-Stadion auf dem Biberer Berg. Viertklassig wird hier mittlerweile gespielt. Den Offenbachern bricht's das Herz. Apropos gebrochenes Herz. Im neobarocken Offenbacher Büsing-Palais verlebte Johann Wolfgang von Goethe einen leidenschaftlichen Sommer mit Lilli Schönemann. Er verlobte sich sogar mit ihr, um sie dann kurzerhand sitzen zu lassen. Mensch, fast hätte sich Offenbach Goethes Hochzeitsstadt nennen können. Offenbach hat Großes vor. Die Stadt zieht in den Fluss.
Vom Industriehafen zum urbanen Lebensraum. Hier entsteht ein völlig neues Stadtviertel. Eine Wohninsel mitten im Main. Offenbach und Frankfurt auf Gedeih und Verderb durch den Fluss verbunden und getrennt. Der ehemals seichte Main ist heute eine Abfolge von 34 Staubecken und Schleusen. Man hat den Fluss erfolgreich den Schiffen angepasst. Fische haben hier seit der Kanalisierung schlechte Karten. Die vielen Wehre sind unüberwindbare Hindernisse. Und Laichplätze sind ziemlich ungemütlich. Wenig Fisch, dafür umso mehr Grisauce aus Frankfurts eigenem Gemüsegarten. Am linken Mainufer in Oberrath wächst das Kultkraut der Frankfurter, die grüne Soße. Dass sie die Leibspeise Goethes gewesen sein soll, ist wohl eher eine Legende. Hat der Mann doch so viel übers Essen geschrieben. Von Frankfurts grünem Kraut war nie die Rede. Auch wenn er oft in der Gerbermühle zu Gast war. Hier hatte der Frauenheld nur Augen für die schöne Marianne von Willemer. Die Main-Touristen haben vor allem Augen für die schöne Skyline von Frankfurt. Ob vom Ausflugsschiff oder ganz exklusiv vom eigenen Boot aus. Dutzende Binnenschiffe fahren den Main täglich rauf und runter. Ein einziger Frachter ersetzt so um die 150 Lkw. Ob Schrott, Chemikalien, Öl, Kohle oder Getreide, der Frankfurter Osthafen ist der größte und wichtigste Umschlagplatz am Main. Wie Legosteine sehen die Container aus, die auf ihre Verschiffung warten. Mittendrin im Industriehafen versteckt sich eine verträumte Oase, die erst aus der Luft erkennbar ist. Zwischen den Hafenbecken glitzert der Schwedlersee. Beste Grundwasserqualität und so idyllisch. Hier schwimmt der erste Frankfurter Schwimmclub schon seit 100 Jahren. In direkter Nachbarschaft die neue Europäische Zentralbank. Nicht im Bankenviertel, sondern mitten im alten Arbeiterquartier Ostend. Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank, schrieb Goethe einst. Knapp 300 Jahre später protzt die 1,2 Milliarden teure Eurozentrale in seiner Heimatstadt am Ufer des Mains. Die Frankfurter erobern sich den Main als Lebensraum zurück, nach dem Motto Leben am und mit dem Fluss, wie es Jahrhunderte zuvor ganz selbstverständlich war. Der Fluss ist einer der ganz großen Anziehungspunkte der Stadt, die seit Ewigkeiten auch den Titel Hauptstadt des Verbrechens trägt. Hoch über Frankfurt, Rendezvous mit der Staatsgewalt. Die hessische Polizeihubschrauberstaffel ist hier häufig im Einsatz. Verbrecherjagd, aber auch Verkehrs- und Gewässerüberwachung gehören zum Alltag der fliegenden Polizisten. Den Blick hier genießen sie fast täglich. Manhattan. Nirgendwo anders in Deutschland müssen so viele Fenster geputzt werden wie in Frankfurt. Die Banken investieren jährlich Millionen für eine glänzende Fassade. Insgesamt 100 Hochhäuser über 50 Meter, geballt auf wenigen Quadratkilometern. Jedes neue Gebäude, wie das Einkaufszentrum Mayzeil, trumpft mit einer noch gewagteren, futuristischen Architektur auf. Was für eine Entwicklung! Vor über 1000 Jahren durchquerten die Franken den Main durch eine Furt.
An eben dieser Stelle begann mit der alten Brücke Frankfurts Karriere als europäischer Verkehrsknotenpunkt. Über Jahrhunderte war sie die einzige Verbindung zwischen den beiden Frankfurter Ufern. Die Maininsel unterhalb der Brücke ist seit fast 150 Jahren die Heimat des ältesten Ruderclubs Deutschlands. Seit 40 Jahren Mitglied Salvatore Rimonti, einer der ersten Pizzabäcker Frankfurts. Der 64-jährige Neapolitaner fordert seinen Fluss täglich zum Kräftevergleich heraus. Und auch die Wasserschutzpolizei ist regelmäßig auf dem Main unterwegs. Eines der Wahrzeichen Frankfurts, der Eiserne Steg. Die Frankfurter forderten und finanzierten vor über 150 Jahren die zweite Querung wegen des zunehmenden Biertransports zwischen Hipptebach und Triptebach. Zwischen Eisernem Steg und Alter Brücke das Zentrum der Altstadt und die Keimzelle Frankfurts. Der Domhügel war früher von Wasser umgeben. Der Main damals kilometerbreit mit vielen Flussarmen und Sandbänken. Genau hier stand im 8. Jahrhundert die Kapelle der Königspfalz Frankfurt. Danach wurde in die Höhe gebaut. Der Dom war mit 100 Meter Frankfurts allererster Wolkenkratzer und Krönungsstätte von 10 Kaisern. Nirgendwo auf der Welt stehen historische Gebäude und Wolkenkratzer so einträchtig beieinander wie in Frankfurt. Die Paulskirche, Wiege der deutschen Demokratie. Der Römer, Rathaus und das Wahrzeichen der Stadt. Hier stand bis zum Zweiten Weltkrieg die größte mittelalterliche Stadt Deutschlands. Im März 1944 verbrannten 2000 historische Fachwerkhäuser. 70 Jahre später ist Frankfurt vor allem in die Höhe geschossen. Eine der wichtigsten Banken- und Kulturmetropolen Europas. Auf den ersten Blick von oben kaum zu erkennen, der Frankfurter Hauptbahnhof. 350.000 Fahrgäste kommen hier täglich an. Hier im Westhafen, wo früher bei Eisgang die Schiffe überwinterten und heute die Schönen und Reichen wohnen, verabschieden wir uns vorerst von der Frankfurter City. Kommen aber noch mal zurück. Um die Ecke sozusagen der Frankfurter Flughafen, die Drehscheibe Europas. Jährlich reisen hier knapp 60 Millionen Passagiere ein und aus. Die Very, Very Important Persons lieben's kleiner. Vom Flughafen Egelsbach ganz in der Nähe lässt sich's ohne Anstehen abfliegen. Man muss gar nicht weit wegfliegen, um das Paradies zu genießen. Der Langener Waldsee um die Ecke bietet Karibik ganz preiswert. Und auch hier ist es von Vorteil, wenn die Sonne scheint. Die größte Photovoltaikanlage Hessens, der Solarpark Dreieich, ist nur aus der Luft zu entdecken. Die 40.000 Module können jährlich 2.000 Haushalte mit Strom versorgen. Zurück zur Wasserkraft des Mains. Die Wasserkanonen des Löschboots der Frankfurter Feuerwehr schießen pro Minute 16.000 Liter Mainwasser bis zu 120 Meter weit. Hinter Griesheim wird's nach so viel Urbanität und Technik mal kurz beschaulich. Wie schön der Main doch sein kann. Frankfurt ist hier immer noch. Der Stadtteil Höchst, 10 Kilometer westlich der Frankfurter City gelegen.
Der Blickfang am Mainufer ist das höchste Schloss. Die frühere Residenz der Mainzer Erzbischöfe war eine gotische Zollburg. Jahrhundertelang wurde in Höchst Mainzoll erhoben. So war die Stadt eine wichtige Anlandestelle am Untermain. Später war von Höchst eigentlich nur noch die Rede, wenn es um Chemie und Störfälle ging. Vier Quadratkilometer groß ist das gigantische Werksgelände der ehemaligen Farbwerke Höchst. Der Industriepark liegt gleich in vier Frankfurter Stadtteilen. Angefangen hat alles mit einer kleinen Teerfarbenfabrik am Ufer des Mains. Sieben Männer, eine Dampfmaschine und ein kleiner Dampfkessel. Daraus entwickelte sich ein weltführender Chemie- und Pharmakonzern, der sich bald mit einem Ufer nicht mehr zufrieden gab und mittlerweile 22.000 Mitarbeiter zählt. Inmitten von 800 Kilometer Rohren und Pipelines gibt es sogar eine werkseigene Entbindungsstation. Sowie natürlich ein Kraftwerk, eine Buslinie und einen eigenen Hafen. Selbst zwei Brücken über den Main sind werkseigen. Ein paar Kilometer mainabwärts in Rüsselsheim das nächste hessische Weltunternehmen. Von einst 25.000 Mitarbeitern auf 3.000 geschrumpft. Von der Nähmaschine übers Fahrrad zum Automobil. Unvergessen Opel Blitz, Admiral, Kapitän, Rekord und Kadett. Heute werden im Rüsselsheimer Werk nur noch der Insignia und der Astra gebaut. Doch die Welt wartet auf Neues aus Rüsselsheim. Der arbeitsame Main macht immer mal wieder Verschnaufpausen und erholt sich mit Natur. Gegenüber von Rüsselsheim, kurz hinter Flörsheim, liegt einer der romantischsten Seen Hessens, der herzförmige Dückerhoffsee. Hier wurde einst, ganz unromantisch, Kalk abgebaut. Das Symbol der Liebe kann man nur von oben erkennen. Unten muss man schon Mitglied des Anglervereins Gutfang Flörsheim sein, um das hier genießen zu können. Flörsheim liegt zwar noch am Main und nicht am Rhein, ist aber von Frankfurt kommend die erste Weinbaugemeinde des Rheingaus. Spätestens in Hochheim wird klar, hier dreht sich alles um den Wein. Unantastbar scheinen sie, die großen Rebflächen südlich der St. Peter- und Paul-Kirche, dem Wahrzeichen der Stadt. Nach 77 hessischen Kilometern nähert sich der Main seiner Mündung in den Rhein. Es scheint, als ziere sich der feine Rhein doch etwas, das braune Arbeitswasser des Mains in sein sauberes, blau-grünes Elixier aufzunehmen. Doch das Braun des Mains ist kein Dreck. Es sind kleinste Buntsandsteinpartikel, die der Fluss bei seiner Reise am Spessart vorbei aufgenommen hat. Und der Rhein verdankt seine Farbe den Kalksteingebieten, durch die er fließt.
Der Rhein ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Er verbindet als einziger Fluss Europas die Alpen mit der Nordsee. Und er ist auf seinen gesamten 107 hessischen Kilometern Grenzfluss. Rechtsrheinisch Hessen, linksrheinisch Rheinland-Pfalz. Direkt gegenüber der Mainmündung thront ein historisches und auch heutiges Schwergewicht. Auch wenn es nicht zu Hessen gehört, an ihm führt kein Weg vorbei, wenn man aus dem Himmel blickt. Der gewaltige Mainzer Dom gibt auch 1000 Jahre nach seiner Erbauung der Stadt ihr Gesicht. Und er hat ihre Geschichte geprägt. Mainz, am Schnittpunkt alter Völkerstraßen, wurde zu dem kirchlichen Zentrum nördlich der Alpen. Und ist neben Rom die einzige Diözese der Welt, die den Titel Heiliger Stuhl führt. Weiter geht es entlang des Rheins. Von Mainz Richtung Süden über das hessische Ried zu den großen Naturschutzgebieten bis nach Lampertheim. Um keinen anderen Strom in Europa ranken sich mehr Mythen, Sagen und Geschichten. Kein anderer Fluss wurde so oft besungen und bedichtet. Der Rhein, ein Strom der Sehnsüchte. Sehnsucht nach Natur wird zweifellos im südlichen Abschnitt des Hessischen Rheins befriedigt. Als sich der Fluss noch ungezähmt und in vielen ausladenden Schlingen teilweise kilometerbreit durchs Land zog, war das Hessische Ried überwiegend sumpfig und immer wieder von schweren Überschwemmungen durch den Fluss betroffen. Erst mit der Regulierung des Rheins wurde das Ried für den Ackerbau nutzbar gemacht. Durch das milde Klima gedeihen hier besonders gut Spargel, Erdbeeren und früher übrigens auch Tabak. Allerdings zählt das Hessische Ried zu den regenärmsten Regionen in Deutschland. Versank es früher regelrecht im Rheinwasser, muss es heute künstlich bewässert werden, damit die Ernte nicht verdorrt. Das Begradigen des Rheins verkürzte die Strecke zwischen Basel und Bingen um ganze 81 Kilometer. Nur an wenigen Stellen sind noch Relikte der ehemaligen Rheinschleifen vorhanden. Der Rhein hat mit dem größten hessischen Naturschutzgebiet, der Kühlkopf-Knoblochsaue, ein ganz besonderes Altrhein-Überbleibsel zu bieten. Die UNESCO hat es sogar zum Europareservat geadelt. Der Kühlkopf, der vor 180 Jahren durch den Rheindurchstich geschaffen wurde, liegt in einer Schleife des 16 Kilometer langen Altrheins. Unabsichtlich entstand dieser Naturschatz des nördlichen Oberrheins. Im Sommer herrscht hier allerdings leider Mückenalarm. Man kann es sich kaum vorstellen, aber in diesem Gebiet wurde bis 1994 doch tatsächlich 1 Million Tonnen Erdöl gefördert. Das Naturschauspiel wird bei Rheinkilometer 455 jäh unterbrochen. Im Dezember 1987 schrammte das Atomkraftwerk Biblis bei einem Kühlmittelverlust nur knapp an einem schweren Störfall vorbei.
Seit 2011 befindet sich das Kraftwerk in der sogenannten Nichtleistungsbetriebsphase. In Sichtweite des AKW liegt das drittgrößte Naturschutzgebiet Hessens, Biedensand, auch Lampertheimer Altrhein genannt. Eine weitere Rheinschleife, die sich aus der Vogelperspektive in aller Deutlichkeit präsentiert. Gleich daneben Lampertheim. Wie einschneidend der Eingriff in die Natur war, wird aus dieser Distanz erst so richtig klar. So hat also vor den Flussbegradigungen unsere Heimat ausgesehen. Rheinabwärts geht's zurück über das Hessische Ried Richtung Norden in den Rheingau. Die letzte Etappe der Hessen von oben Reise führt von Mainz über Eltville, Rüdesheim und Assmannshausen bis nach Lorch. Könige, Bischöfe und Fürsten, sie alle wollten hier ihre Prachtbauten als Ausdruck ihrer Machtansprüche am Rhein errichten. Schloss Biebrich war jahrzehntelang in einen Dornröschenschlaf gefallen. Es wurde sogar die Rattenburg vom Rhein genannt. Bis das Land es wieder wachküsste und damit auch die Götter wieder auferstehen ließ, die oben auf der Rotunde einträchtig über den Rhein blicken. Auch wenn die Wiesbadener Innenstadt 5 Kilometer entfernt vom Rhein liegt, Wasser ist hier überall unterirdisch. Mit 15 Thermalquellen ist Hessens Landeshauptstadt eines der ältesten Kurbäder Europas. Der größte und höchste Backsteinbau weit und breit, die evangelische Marktkirche. Und natürlich das Stadtschloss der Herzöge von Nassau, seit 1946 Sitz des Hessischen Landtags. Wiesbaden und seine Prachtbauten. Im Casino verspielte schon Dostojewski seine gesamte Reisekasse. Andere hatten da mehr Glück. Ausgerechnet ein Scheich aus Kuwait gewann hier 2004 1,5 Millionen Euro. Nur geringfügig teurer war sie hier. Die russisch-orthodoxe Kirche hoch über Wiesbaden auf dem Neroberg. Hier glüht wahre Liebe. Der Herzog von Nassau ließ sie errichten, als Andenken an seine im Kindbett verstorbene Frau, die eine russische Prinzessin war. Der Rheingau. Mit 3000 Hektar Rebfläche eines der kleinsten, aber auch feinsten Weinanbaugebiete der Welt. In der kurfürstlichen Burg von Eltville lebten die Mainzer Erzbischöfe. Die wussten eben schon immer, wo es schön ist. Sekt, Wein und Rosenstadt darf sich Eltville nennen. Drei Titel. In Deutschland einmalig. Die ehemaligen riesigen Rosenfelder Eltvilles reichten früher weit ins Land hinein, bis nach Kiedrich. 3 Kilometer entfernt vom Rheinufer, am Südhang des Taunus gelegen, Hessens kleinste selbstständige Gemeinde. Ein echtes Juwel inmitten von Weinbergen.
Renaissance-Rathaus hisst Bürgermeister Steinmacher täglich stolz die Kielricher Fahne. Der Bürgermeister ist Kult im Ort. Klar, tut er doch alles dafür, dass Kielrich so bleibt, wie es ist. Besonders. Wie Mutter und Kind stehen sie hier ganz unverletzt, seit Jahrhunderten von Kriegen verschont. Die kleine Michaelskapelle und die große Wallfahrtskirche St. Valentin. Jeden Sonntag singen hier die Kielricher Chorbuben den gregorianischen Choral. Tradition in Kielrich seit fast 700 Jahren. In Kielrich hat Gott die Erde geküsst. Da sind sich nicht nur die Wallfahrer ganz sicher. Wer in Kielrich heiratet, egal ob einheimisch oder nicht, bekommt einen eigenen Weinstock auf dem Weinberg der Ehe. Und der liegt direkt zu Füßen des Wahrzeichens des Ortes, der Burgruine Scharfenstein. Die Anlage wurde um 1215 durch den Mainzer Erzbischof gebaut und diente dem Schutz und der Kontrolle der Straße von Eltville in den Taunus. So manch Weinbergmauer ist aus original Scharfensteiner Burgsteinen gebaut. Was für ein Glück, dass beim Kielricher Nachbarn noch alle Steine stehen. Die Mönche von Eberbach hätten sich nicht mal den Putz zwischen den Steinen klauen lassen. Waren sie doch schon im Mittelalter Top-Manager. Kloster Eberbach war eines der erfolgreichsten Weinhandelsunternehmen der gesamten Welt und ist die Wiege des Weinbaus im Rheingau. Dem Riesling verdankt dieses Anbaugebiet seinen Weltruf. Der Taunus schützt die Weinberge vor Nordwind und der Rhein wirkt als Wärmespeicher. Auch mitten auf dem Fluss gedeiht der Wein prächtig. Die über 3 Kilometer lange Mariannenaue entstand vor rund 10.000 Jahren aus angeschwemmtem Kalkgestein. Dazu das mediterrane Inselklima, perfekt für Chardonnay und Weißburgunder, für Rehe und Wildschweine. Romantik pur. Den Inselrhein liebte Goethe besonders. Er war in Winkel oft zu Gast bei den Brentanos. Schräg gegenüber der Aue liegt Östrich. Der Ort war über Jahrhunderte Warenumschlagplatz für den Schiffsverkehr auf dem Rhein. Besonders natürlich für den Wein aus dem Rheingau, der mit diesem historischen Kran verladen wurde. Die wertvollsten Fässer kamen vom Johannisberg. Über keinen anderen Weinberg gibt es so viele Geschichten. Angeblich hat Karl der Große diese perfekte Weinlage entdeckt, als er von seiner Pfalz in Ingelheim beobachtet haben soll, dass der Schnee auf dem Johannisberg als erster schmolz. Schloss Johannisberg, eines der ältesten Weingüter der Welt. Malerisch liegt es da, zumindest von Weitem. Rüdesheim, mit 3 Millionen Besuchern jährlich nach dem Kölner Dom, zweitgrößte Touristenattraktion in Deutschland. Böse Zungen behaupten, die Stadt, die zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal gehört, sei der Seniorenballermann Deutschlands. Wer hier ein Zimmer mit Rheinblick bucht, ist selber schuld. In Rüdesheim beginnt neben der Bundesstraße 42 die Streckenführung der Deutschen Bahn. Direkt am Rheinufer. Hoch über dem Rhein thront Germania, Symbol nationaler Einheit. Mit patriotischer Euphorie wurde das Niederwalddenkmal am Rhein errichtet, der vor dem Deutsch-Französischen Krieg
Grenzfluss zu Frankreich war. Was für ein fantastischer Blick über den mächtigen Strom, der damals wieder ein fast ganz deutscher Fluss wurde. Die Bedeutung des Rheins als Handelsweg kann man vor allem an den zahlreichen Burgen und Zollfestungen erkennen. Von der Burg Ehrenfels aus wurde vor 1000 Jahren der Schiffsverkehr auf dem Rhein überwacht. Durch den Bau des Mäuseturms gegenüber, mitten im Rhein, war die vollkommene Kontrolle sichergestellt. Bis auf wenige Adlige mussten alle, die an dieser Stelle durchfahren wollten, Zoll zahlen. Der Mäuseturm warnte aber auch vor den gefährlichen Stromschnellen bei Bingen. Die Rheinfelsen mitten im Fluss wurden im 19. Jahrhundert gesprengt. Seitdem nennt man die Stelle im Rhein das Binger Loch. Auch heute noch müssen die Kapitäne auf dem Rhein gefährliche Strömungen umschiffen. Wie eine Spielzeugeisenbahn rauscht die Deutsche Bundesbahn mit einem Höllenlärm durchs kleine Assmannshausen. Deswegen heißt eine der wertvollsten Rotweinlagen der Welt allerdings nicht Höllenberg. Sprachlich sind Höllen nichts anderes als Halden, also steile Hänge. Und die dominieren ab hier den Rhein. Hinter Lorch zieht sich Hessen ins Land zurück. Und wir fliegen, wie versprochen, über den farbenprächtigen Taunus nochmal nach Frankfurt zurück. Der große Feldberg wacht über seine Stadt, die sich für die Nacht vorbereitet. Das Flutlicht taucht den Fußballschmelztiegel Frankfurts in ein magisches Licht. Wie ein frisch gelandetes UFO steht sie da, mitten im Stadtwald, die Commerzbank Arena. Für die Fans immer noch das Waldstadion. Imposant und majestätisch, so wie die Stadt. Wenn die Sonne am Himmel über Frankfurt untergeht, erstrahlt Manhattan erst in vollem Glanz. Festlich erleuchtet geht eine kleine Weltmetropole stolz in die Nacht.